Und willkommen zu Part Nummer 3 des Let's Plays zu Pokémon Storm Silver, meine Friends. Wir sind hier stehen geblieben auf der Route Nummer 30, ich meine, ja, ich glaube schon. Und haben im letzten Part mehr als genug Pokémon gefahren, beziehungsweise Abonnenten benannt. Und zwar haben wir erstmal Pascal Weiß, der in Part 1 entstanden ist, Lauchkopf, der ebenfalls in Part 1 entstanden ist. Und dann haben wir nochmal Pascal Weiß und nochmal Lauchkopf und ihr wisst Bescheid, nein. Wir haben auf jeden Fall Judy Smash, Marin H. und Christian Koch. Das ist unser, ja, Teufelsdreier, den wir im letzten Part bekommen haben. Wer kennt nicht den Teufelsdreier? Mega episch aus Kickers, Leute. Kickers, die beste Anime-Serie, die es gibt und damals. Just kidding. Ich fand's ja auf jeden Fall mega cool. Ich habe irgendwas im Auge. Ah, es ist, weil ich Julia sehe. Romeo. Ich bin ein Romeo, Julia. Absorber. Okay, es wird kein Tod werden. Schade. Außer ich krieg Max Damage. Nein, kein Max Damage. Egal. Dieses Knospi werden wir kaputt hauen jetzt. Growth, du weinst hier zu wachsen? Hä, du weinst zu wachsen? Ha! Wir werden wachsen auf Level 8 nämlich, mein Freund. Bam, und wir kriegen Bite. Heftiger Move, ey. Bite ist krass. Tail Whip, weg damit, damit ich mich auch nicht mehr verklicke mit, hä? Ich mach da Tackle die ganze Zeit. Wir wechseln jetzt aus. Und auf Christian. Christian regelt jetzt, Leute. Christian ist das Biest. Visor. Pff, Visor. Reversal. Sehr Bitch. Sehr tief. Dizzy Punch. Was? Dizzy Punch? Nee. Warum hat der sowas? Warum hat er so einen starken Move, Leute? Kann man das jemandem mal erzählen? Das ist nicht in Ordnung. Lauchkopf, komm. Lauchkopf, Lauchkopf. Razor Leaf! Erstmal rasiert den Jungen! Gute Erfahrungspunkte bekommen. Ein C-Dot? Was ist ein C-Dot? Keine Ahnung. Seejung? Seemops? Ein Bla. Ah, so ein Mutzel, okay. Wenn er Geduld macht, sind wir am Arsch. Egal! Pascal, du regelst. Ey, mach Geduld. Dann können wir rauswechseln. Dann machen wir Marin. So, dann machen wir einmal Sing. Es trifft nicht. Ich mach schon wieder Geduld. Oh, oh. Oh, ich habe Angst. Ich habe Angst, Leute. Ich hasse diese Attacke, ey. Der gibt er mir böse nämlich wieder. Pardon. Ich wollte gerade sagen, mach keinen Move, ey. Mach bitte nicht noch einmal. Nein! Er muss speichern. Er muss speichern. Töte es. Ich hab richtig Angst an der Astag vor Geduld, ey. Das ist so ein richtiger Bar-Move, ey. Da kriegst du einfach Angst, Leute. Da. Mein Deutsch. Mein Deutsch. Mein Deutsch. Was ist da los? Das ist schlimm. Oh, ein Knospi. Das biten wir kaputt, weil Kirschen, die isst man einfach, ne? So ist es nun mal. Die haut man mal sich zum Frühstück so rein. Critical in dein Gesicht. Und Julia wurde besiegt. Aha. So will ich das sehen von einem Pokémon-Trainer, lieb mich. Und wir gehen auf unser Fahrrad, weil das einfach schneller geht. Ich weiß nicht, ob ich noch Tränke und sowas kaufen soll, weil eigentlich haben wir genug von allem, aber naja. Man kann eigentlich nie genug von allen haben, meiner Ansicht nach. Deswegen wäre es eigentlich die Option. Alles klar, hallo Handy. Lass mich mal bitte in Ruhe. Gerade mal aufnehmen. Deswegen, ja. Ich weiß auch nicht. Ich habe mein Handy immer neben dem PC. Will es aber nicht neben dem PC haben, weil ich immer eigentlich Probleme damit habe. Wisst ihr, ich habe immer damit so, hey, es ist immer laut, es ist immer am Vibrieren, es ist immer am Rumnerven. Es macht eigentlich nichts Produktives. Und dieses Ding hatte ich einfach mal als Shiny damals, Leute. Deswegen, das haben auch Leute in die Kommentare geschrieben bei Part 1. So, ey, Zero, war es mal kein Shiny im ersten Part? Auch viele haben geschrieben, ey, Zero, wo machst du Sacred Gold einfach mal oder so? Ganz einfach, Leute. Ich bin kein großes Talent jetzt in Fronts erstellen oder sowas. Das ist echt richtig peinlich. Ich habe keine Ahnung von Photoshop oder sowas. Und ja, mir ist es einfach zu teuer, um es zu kaufen und zu tracken. Ich mach sowas nicht. Ich bin nicht so. Deswegen, ich mach sowas einfach nicht. Und keine Ahnung, da habe ich einfach die alten Fronts genommen von meinem alten Let's Play, weil man die damals ehemalig BKs gemacht hat. Und ja, so ist es dann dazu gekommen, dass ich dann gesagt habe, okay, ich mache nicht Sacred Gold, weil die Buchstaben einfach Silber sind und nicht Gold. Wisst ihr? Ich weiß, sehr merkwürdig, aber ich bin auch sehr merkwürdig. Deswegen, wenn ihr mich irgendwie, ja, vertraut mache damit, dann weiß ich nicht. Ich muss mir nur hier auch mal zeigen, aber es macht keiner. Sind alle böse zu mir. Er macht eh wieder Geduld, dann kann ich... Ich hab keinen Bock, meinen Pokémon hier zu verlieren durch Geduld, ey. Ich habe da keine Geduld zu für Geduld. So, Mensch. Willst du kämpfen? Dann bist du cool. Ein Trainer. Achso, aber sie will nicht kämpfen. Aber du willst kämpfen hier, Rosemarie oder wie du heißt. Hey, wir sind crazy. Ich will vielleicht gewinnen. Okay.
Dann müsst vielleicht gewinnen hier. Idol Charlie. Charlie Chino oder was? Reversal. Boots. Macht gut Damage. Sing. Alles klar. Kampf zu Ende. Können wir mal Tackle versuchen, würde ich sagen. Und, oh Gott, das macht Damage. Das ist cool, das schon, ne? Macht das im Reverse nicht mehr Damage irgendwie? Ja, es macht mehr Damage. Ich weiß nicht, wie das abläuft mit Reverse. Auf jeden Fall macht das ab und zu Damage. Und das ist gut. Haben wir Charme abbekommen irgendwie? Ja, wir haben Charme abbekommen. Ah, wir haben getroffen. Nice, ey. Wir werden uns bestimmt gestorben oder sowas, ey. Ich sehe es schon. Clefairy. Picky. Picky. Pixie. Pipi. Pipi. So ist das Ding. Pipi. Was laber ich da, ey? Ich hab gar keine Ahnung mehr von Pokémon, Leute. Das ist schlimm. Und. Lass mich in Ruhe, Handy. Mein Gott. Razor Leaf, wir rasieren den Pipi mal die Ohren weg. Und dann war's das, mein Fräulein. Bam, 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 bam. Okay, das macht immer Heuler. Wir greifen mal physisch an, ne? Ja, man sieht eindeutig am Schaden. Und er macht Encore. Ja, Zugabe! Hör gar nicht auf damit. Rasier mich weiter. Nochmal hier unter den Achseln auch und alles. Dankeschön. Pipi wurde rasiert. Und ist Level 9 hier mit Lauchkopf. Poison Power. Oh, das ist cool. Das ist interessant jetzt, ey. Das finde ich cool. Jetzt ein Christian. Ein Switchen dann wieder aus. Aus anderes schwächeres Pokémon. Skiddy. Skiddy. Es hat auch wieder Charm-Attacken. Also, Charm-Bolzen als Fähigkeit. Müssen wir aufpassen bei Synthese. Wir haben. Alter, was für Moves sind das denn? Das sind ja richtig ranzige Moves bei Yoli. Splash und Synthese. Was? Kopf an Kopf rennen jetzt hier mit Tech. Nein! Oh, Junge! Wir haben hier weggecrittet, ey. Was soll denn das? Ein Spack, ey. Dein Gesicht, ey. Ja, Leute, da war es schon. Poke Nummer 1. Und Mutti ruft an. Was, Zero, du hast ein Pokémon sterben lassen? Was bist du für ein Unmensch? Ich hasse dich. Achso, ja, sie wollten nur fragen, wegen Geld behalten und sowas wahrscheinlich, ja. Route 131. Oh, Leute. Da verlieren wir gleich einen Poke. Junge, ist das ärgerlich. Komm, wir kriegen jetzt aber hier ein neues, oder? Oh Gott. Es wird nicht besser. Es wird nicht besser in der Nuzlocke. Gut, dass ich ausgewechselt habe, ey. Wir haben einmal. Wir haben drei Pflanzen-Pokémon, Leute. Und die erste Arena ist Typ Flug. Niemals. Das schaffen wir niemals. So, Leute, das nächste Pokémon wird die gute. Bike Shop? Nein, Bike Shop wurde kein Pokémon. Keine Ahnung, was er jetzt für Werbung machen wollte, aber egal. Auf jeden Fall wurde das Pokémon die gute Shizakurayu. Ich glaube, so wird es ausgesprochen. Ich bin mir ganz sicher. Auf jeden Fall hat sie geschrieben, dass Soul Silver ihre Lieblingsedition war und dass sie sich tierisch freuen würde, wenn sie nach Hause kommen würde. So wie ich es damals gesagt habe: Man kommt nach Hause, denkt sich nichts Böses, guckt ein Part von seinem Let's Player oder von irgendeinem Trottel, den man alt abonniert hat. Und dann sieht man einfach: Wow. Ich hier, das bin ich. Ich darf Pokémon werden, wie ist das? Ich würde sagen, wenn wir nicht geflohen wären, wären gestorben. Wir wären gestorben. Das Ding müssen wir eigentlich kaputt kriegen, oder? Dann kriegen wir mega viele P. Das machen wir einfach mal. Das dauert aber ultra lange, wie es aussieht. Oder hat das für nicht Special da vielleicht? Hält sich in Grenzen. Würfel, wie wir das machen? Das war auch nichts. Wir machen das Ding mal kaputt, Leute, um ein paar IP zu stallen. Und wir kriegen einen Speedrop, okay? Nice. Auf jeden Fall, wie gesagt, sie hat sich tierisch gefreut darüber. Wird sich tierisch freuen, wenn sie das sehen wird, hoffentlich. Und ja, wie gesagt, ich grüße nochmal. Danke für deine ganze Unterstützung. Du bist auch schon das Längeren dabei. Und deswegen hast du es meiner Ansicht nach verdient. Und ja. Du bist einfach jetzt ein Pokémon geworden. Und wir kriegen. Oh Gott. Die Werte sind unterirdisch. Minus 0000000 überall fast. Noch ein paar Nekon. Noch eine EP-Bombe. Die machen wir kaputt. Die EP-Bomben machen jetzt immer kaputt, Leute. Deswegen, das ist mir egal. Und sie hat auch geschrieben, dass Speeden für sie in Ordnung ist. Weil irgendwann kommt das normale Spiel total langsam vor. Finde ich jetzt auch meiner Ansicht nach, weil, hey, ich will jetzt hier nicht. Zum Beispiel sowas, irgendein Panikon hier. Das würde 3 Jahre dauern, bis wir das Ding kaputt gekriegt haben. So, sonst. Und so ist es einfach nur 10 Sekunden, 20 Sekunden vielleicht. Kann aber was Nettes erzählen. Wir kriegen gute EP und ja, unsere Pokémon gehen gut Level hoch, ne? Er kann jetzt zum Beispiel nicht mal seine Def hochgehen, weil er schon zu hoch ist. Der ist doch P, der Junge.
zu strong. So, weiter geht's. Lyra, nicht kämpfen. Nicht kämpfen. Nein, 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 nein. Wir wollen nicht kämpfen. Wir wollen nicht. Dankeschön. Nur was schenken. Schenken ist in Ordnung. Aber nicht kämpfen. Alles klar? Alles klar, sie gehen. Gute Sache. So wie ich das sehe. Ich will nur aufheilen und dann trainieren. So ein bisschen im Knopfenserturm auf der Route da. Und ich kann auch in die Höhle reingehen. Und all sowas, Leute. Am Anfang als Let's Play. Alter, da liegt ein toter Fisch hinter uns. Seht ihr das? Das fällt mir jetzt erst auf, dass da so ein hässlicher Carpador-Fisch hinter uns ist. Nichts gegen dich, Christian. Nichts gegen dich. Aber mega witzig, einfach nur hängt da so ein Fisch. Carpador, 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 yeah. Mega geil, ey. Carpador hat ja auch eine Mega-Entwicklung verdient, meiner Ansicht nach. Wie ich in meinem Mega-Entwicklungs-Top-Video mal erzählt habe. Ja, wir müssen auf jeden Fall jetzt die gute alte Maren ablegen. Maren, es tut mir leid, ganz ehrlich. Aber es wird leider nichts mehr mit uns werden, wie es aussieht. Move Pokémon, Move Items, haben wir Items? Ich wollte gerade sagen, was laber ich da? Deswegen, wir machen das Team mal ein bisschen kleiner. Deswegen, die potenziellen Pokémon, die in der Party bleiben, werde ich erstmal da belassen. Ich werde Juli Smash erstmal ablegen. Juli, es tut mir leid, aber du wirst auf jeden Fall noch deinen Auftritt bekommen, da bin ich mir sicher. Deswegen, da brauchst du keine Angst haben. Wir bleiben erstmal hier 4 Pokémon, weil 5 Pokémon wären viel zu krass im Level meiner Ansicht nach. Und das Ding ist einfach, bei Hopfrost, Ding hat nur Synthese und Platscher. Der Escarpador kann sich wehren irgendwie, das ist der Platscherkönig des Todes. Und dabei hat es nicht mal Platscher, es hat Tackle, Tail, nee, nicht mal Tail. Es hat Tackle, dann diese Gegenschlagattacke und Blubber. Das ist voll in Ordnung vom Movepool her. Man kann auch hier oben lang, das wusste ich gar nicht. Mal wieder was Neues gelernt, alles klar. So, in wem wollen wir da kämpfen? Wir müssen eigentlich mit unserer Shizakurei, you, einfach das trainieren. Und der Sprite von Knofenza sieht echt merkwürdig geil aus, so. Knofenza, Knofenza, oh, mega witzig. Ein Spine Rack. Spine Rack, Gem oder Tail Whip. Egal, sollte der trotzdem Damage machen, oder? Oh, was? Nix. Ich hab richtig Angst gekriegt wieder, ey. Lass doch Pascal ein. Poison String und sofort vergiftet, ey. Ist das hässlich, ey. Wie kann man so ein verdammtes Glück haben, ey? Dafür ist der Speed Drop. Wir sollen das aber. Ich hab Angst jetzt. Wir haben jetzt. Da habe ich ehrlich Angst, Leute. Wenn er eine Attacke gemacht hätte, das Gift hätte uns getötet. Hundertprozentig. Hundertprozentig, bin ich mir sicher. Gut EP, ey. Und Ladybar. Bleiben wir auch erstmal drin, damit wir die EP bekommen auf ihr. Und dann wechseln wir auf Christian aus. Christian regelt, Alter. Christian Koch. Der beste Koch auf Weltmeeren, Leute. So ist es nun mal. Tackle. Macht gut Damage. Supersonic. Ah, verdammt. Verwirrung. Verwirrung ist schlecht. Oh nein, Christian, du triffst dich selber, du Hund. Ist confused. Okay, Christian, langsam langt's. Du hast gezeigt, was du kannst. Nicht viel. Lassen wir es dabei. Nochmal Tackle. Tackle ist in Ordnung. Lady by Miss. We miss you too. Tackle, bam, das war's. Und Level 7. Und wir haben Wachstum gelernt. Ist guter Move zum Hochboosten. Mag ich eigentlich ziemlich gerne sowas. Auch so ein paar Pokémon zu haben. Deswegen, um mal einen Sweep anzusetzen in der Arena oder sowas. Ist eigentlich ziemlich wichtig, meiner Ansicht nach. So, wir gegen einen Kader kämpfen. Jetzt mit Harden, okay? Harden ist ein Problem, aber wir machen Giftbrüder erstmal. Das ist das Ding. Easy peasy. Erstmal hier ein bisschen ausdauern. Backbiss. Oh Gott, oh Gott. Heilen, heilen, sie heilen, nein, was hab ich gesagt, ey, aufheilen, meine ich. Backbiss schon wieder, ey, oh Gott, das Ding macht Damage, ey. Jetzt müsste normalerweise in die Range kommen, ne, wir kommen noch nicht in die Range, aber es reicht für Crit, ey. Es reicht für Crit, ey. Heftige Scheiße. Soulscape, das müsste, ich glaube, ist dieses komische Ding. Ne, das habe ich nicht gedacht. Ich habe gedacht, das wäre dieses komische aus dem vierten Gen, dieses, was ist das? Keine Ahnung, ich hab's vergessen. Mann, dieses komische, ah! Verdammt, wie ist es? Stinkt hier! Stinkt hier! Weil es so skippt klang, so stinkt hier vielleicht so ein bisschen. Level 10 für Laufkopf, nice. Und da wurde Wade besiegt. Wade von Kim Possible. Was steht an, Wade? Schön Kim Possible, ey. Oh, ich hab's damals geliebt, ey. Diese ganze Sendung auf Super RTL, das war episch. Das haben doch alle geguckt, Leute. Super RTL, beste Sender, ey. Nach RTL 2 natürlich. RTL 2 Animes und dann Super RTL.
Was gibt Besseres? Nothing. Nothing, Leute. Nichts. Pokémon werden wir hier. Wollen wir es hier schon fangen? Ich weiß nicht. Können wir mal reingehen und gucken. Dark Cave. Wir müssen eh ein Pokémon fangen. Von daher, ob wir es jetzt tun oder später, ist eigentlich egal, oder? Gucken wir mal. Was gibt's denn hier Schönes für uns? Ein Geodude! Klasse. Überlebt er das so? Jawoll, sag ich doch. Sollte auf jeden Fall überleben. Wir haben nicht so viel Damage. Nein! Ich hab mich verklickt. Klasse, Zero. Alter, die ist leveln extrem heftig. Razor Leaf. Okay. Ja. Scheiße. Werden wir ein anderes Mal angehen, Leute. Das ist mir gerade zu heikel. Auf jeden Fall können wir da richtig heftig leveln mit hier, Knofenser. Weil alles ja schön Typ Bodengestein ist. Das macht eigentlich voll gut Sinn. Können wir nicht, warte mal, können wir nicht einen Knofenser hier auch tauschen gegen einen Onix? Wollen wir einen Onix haben? Ich habe noch nie das Onix hier genutzt einfach. Ich glaube, hier in dem Haus war es damals, ne? Hallo? Was? Rihorn gegen Gilgar? Habe ich einen Gilgar? Nimm mal das Knofenser hier. Das ist kein Rihorn. Tauschst du hier auf? Macht er mir nicht, okay. Schade, können wir nicht machen. Rihorn wäre auch nice gewesen, aber wir hätten es ihm geben müssen. Von daher wäre das genau das Gegenteil. Und das Handy vibriert schon wieder. Handy, lass mich in Ruhe. Ah, wir können in den Pokémon Tower gehen hier. Wir können ja auch angeln. Wir können so vieles machen einfach. Ich glaube, wir gehen erstmal doch nochmal in die Höhle rein, oder? Wäre eigentlich das Schlauste, was wir machen können. Hier unten können wir auch nicht hin, oder? Doch, wir können hier unten auch hin, Leute. Wir haben so viele Optionen, ey. Wir können so viele Pokémon fangen, das ist krass. Aber wir gehen erstmal in die Höhle. Wir wollen nicht so viel Spannung daraus nehmen. Und ich habe ja, ich sag ja, ich habe bei Last Ops immer diese 3-Chancen-Regel, wo ich sage, hey, wenn ein Pokémon stirbt, habe ich immer noch 2 Chancen, bis halt die dritte weg ist. So, wenn ich keine Pokébälle habe, ist es auch so eine Chance. Und wie gesagt, das ist eine eigene Regel von mir, die steht halt nicht in den Regeln, die sage ich aber immer bei Naslogs und deswegen. Und da oben war ein Dummiesel an der Wand, vielleicht kriegen wir ein Dummiesel, das wäre so cool, Dummiesel ist nice. Das ist interessant. Das ist immer sehr interessant. Das gefällt mir. Das gefällt mir gerade. Das nehmen wir. Das nehmen wir. Wir haben noch nie ein Teddiosa irgendwo in der letzten Naslock drin, ne? Ein Little Bear. Ein kleiner Bär. So, Leute, und wer das Pokémon wird, sehen wir im nächsten Part von Pokémon Storm Silver. Kleiner Naslock. Cliffhanger. Und ja, mal gucken, wer das Pokémon wird. Wer einen schönen Kommentar schreibt im nächsten Part. Ciao, Leute!